Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Darkness. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Musik hier ziemlich einen Beat'em Up grenzt mit diesem Dun, 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 Dun. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich spiele gerade irgendwie Street Fighter oder sowas in der Richtung, aber es ist doch nur Pokémon. Nur, es ist Pokémon. Aber die Musik passt, ist richtig dramatisch. Denn wir sind hier auf der verborgenen Insel, die der Nebelsee genannt wird, oder wo der Nebelsee drauf ist. Und wir gehen jetzt den einzigen Eingang im Prinzip rein, der zu dieser hochragenden Insel führt, die mit vielen Wasserfällen wahrscheinlich den großen Nebel erzeugt hat. Bist du soweit, Anri? Ja. Versuchen wir unser Bestes. Währenddessen. An der Statue von Groudon, wo wir die das Totenkopf-Team und unseren Boss zurückgelassen haben. Psst. Hey, Boss. Was ist los? Stimmt etwas nicht? Boss. Hey, Boss. Wie lange starrst du ihn jetzt schon an? Komm schon. Nebeln wir ihn so richtig mit unserem guten alten Special-Combo ein? Psst. Die Klappe. Liebe Freunde, was ist los? Ihr seht mich die ganze Zeit so unheimlich an. Bah. Der Typ ist eine harte Nuss. Echt hart. Jetzt verstehe ich. Ihr wollt mich mit lustigen Grimassen zum Lachen bringen. Ich wette, ich kann auch euch auch zum Lachen bringen. Bla bla bla. Bla 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 bla. Blobo, bla blo blo blob. Komm schon, Boss. Halt das nicht aus. Diese schräge Szene macht mich wahnsinnig. Na gut, es klappt nicht und wir haben keine andere Wahl mehr. Hey, Knuddelhoff! Was denn? Hey, nicht so ungut, aber jetzt bist du dran. Nimm das! Eine giftige Gas-Special-Combo von mir und Smogon. Dunsthöhle. Oh. Gleich unser erster Gegner hier. Können wir... Ja, ich wusste, dass ich was hab. Gut, 195. Und wir haben gleich die Treppe gefunden. Hm. Weiter. Okay, hier ist auf jeden Fall dunkel. Das ist schlecht. Dann haben wir auf jeden Fall... Zum Glück haben wir keine Attacken, wo wir unbedingt auf Reichweite sind müssen. So, gut. Verfolgt, niedergestreckt. Dann mal hier ein bisschen Geld einsammeln, das kann nie schaden. Und eine Sinelbeere ist immer gut. Weil die... Ja, das sind die Heilbeeren, wenn ich es richtig weiß. Wir haben gerade aber echt Glück mit den Treppen. Aber hier gibt es auch höllisch viel EP, muss ich sagen. Oh je. Erstmal mein Todfeind, den... So. Gut, ausgeschaltet, Porenta. So. Ja, hab mir schon gedacht, dass da... Oh, eine Glitzerbox. Jetzt habe ich schon 4 oder so von den ganzen Glitzerboxen und dem Zeug. Oh, das ist ein Klargummi. Gucken wir mal. Wir haben ein Gelbgummi zu viel, das können... Geben wir das mal Hydropi. Also die Gummis können wir ja... Wir haben echt Glück. Immer im Raum, wo die Treppe ist. Die Gummis können wir ja auch so essen. Habe ich von euch vernommen und werde ich jetzt auch teilweise tun.
Ich meine, was bringt's mir, Sachen anzusparen? Wir haben kein Elektro-Pokémon in unseren Reihen. So, sortieren. Wir haben auch kein Eis-Pokémon. Das kann ich... Das nehme ich... Ach ja, natürlich. Wahrscheinlich Melio... Moment, Meliorior? Was? Lässt Flüssigkeit vertrocknen. Ah, oh, das ist ja... interessant. Warum ist das interessant? Hier seht ihr Flüssigkeiten. Das ist ja das Wasser da am Boden. Und das kann man vertrocknen lassen. Noch ein Klargummi. Diesmal geben wir es... Moment. Warum habe ich eigentlich eine volle Tasche? Ich dachte, ich hätte es aussortiert, bevor ich das gemacht habe. Aber scheinbar habe ich nicht so viel... Achso, müssen wir wahrscheinlich das hier mal anlegen. Das gebe ich mir, weil ich meistens vorne bin. Und das geben wir... Ich hasse es manchmal, diese Ausrüstung geben, wie Dropi. So, geben, eine wie. So, jetzt haben wir die Schals angelegt. Oh, ein Snackmug. Snackmark. Oh, ich hätte sogar einen Snackmark in meinem Team. Ich mag das Pokémon. Und Makago. Makago finde ich jetzt nicht unbedingt den tollsten, aber ich mag Snackmark. Okay, jetzt müssen wir gucken. Was können wir wegwerfen bzw. nutzen? Ja, wir können noch ein lila Gummi essen. So. Die müssen wir halt auch mal loswerden. Okay, hier ist nichts. Okay, das dürfte... Feuer dürfte... Feuer dürfte doch eigentlich sehr effektiv sein. Aber ich find's schade, dass das Snackman mit uns gehen will. Ach, ich vergesse das immer. Noch eine schöne Box. Davon finden wir aber auch einen genug. Dann essen wir mal noch einen Apfel. Und nehmen das. Das ist jetzt bestimmt die 5. oder 6. seit wir hier auf Expedition sind. Magby. So. Kleine Kiesel werfen. So. Ja, gut, wir erholen uns langsam. Das ist okay. Oje. Gift-Tieb. Oh, zum Glück habe ich den Schal, der mich vor Vergiftungen schützt. Und langsam sollte ich vielleicht mal eine Sinelbeere essen. So, da haben wir jetzt wieder etwas Pech gehabt. Naja, Pech würde ich nicht sagen. Ich meine, wir hatten so oft die Treppe im selben Raum, wie wir gestartet sind. Das war schon unverschämtes Glück. Da kann man dann auch mal etwas Pech haben, beziehungsweise, dass die Treppe... Ach komm, jetzt... Man darf eigentlich nie rennen. Oh. So. Thank you.
So, das ist nämlich jetzt das Problem, deswegen habe ich mich so hingestellt. Weil ich schlaf weiter. Ich möchte aufstehen. So. Körper verursacht Brand, aber dadurch, dass ich ein Feuer-Pokémon bin, habe ich das verhindert, wie es aussieht. Oder Team Bericht. Haben Pirsifschal an, hab keine Statusveränderung, bin ein Feuer-Pokémon. Hab Großbrand als Fähigkeit. Die schlechteste Mitglied seit Fragezeichen und Kategorie Echse. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Deine Intelligenz ist auch nicht viel höher. Den IQ zu erhöhen, finde ich irgendwie ziemlich schwer. So, gucken wir mal, ob wir das Orb hier einsammeln können. Ja. Aber ich gehe weiter, ich möchte nicht unbedingt mich mitnehmen. Oh, da ist noch eine Statue. Wir haben es ziemlich weit geschafft. Wir haben es ziemlich weit nach oben geschafft. Wir müssen schon nahe am Gipfel sein. Grow. Hey, was war das? Grow. Klingt nach Grodon. Gerade eben. Hast du das gehört? Habe ich mir das eingebildet oder nicht? Naja, egal. Wir sind bald da. Also lass uns weitergehen. Ja, möchte das Abenteuer speichern. Dauert immer ein bisschen. Speichern ist nicht unbedingt. Speichern ist immer so eine Sache. Willst du weitergehen? Ja, ich kann ja nichts ablegen. Ich hatte ja gleich nur die Wahl zum Speichern. Ja. Hast du das gehört, Einavi? Also habe ich mir das Geräusch doch nicht eingebildet. Es hat sich wie eine Art Brüllen angehört. Aber ich frage mich, was das sein kann. Wer weiß, was wir uns erwartet. Aber seien wir tapfer und gehen wir weiter. Wir sind fast da. Gehen wir. Ja. Wir sind beinahe da. Und wenn wir den Gipfel erreichen, dann treffen wir vielleicht endlich Zelfe. Vielleicht bekomme ich von ihm eine Antwort auf meine große Frage. Wer bin ich? Das heißt, wer war ich, bevor ich mein Gedächtnis verlor? Da fällt mir ein, ich habe Hidoropi noch immer kein Wort davon erzählt. An was denkst du, Einavi? Du musst mir etwas sagen. Was ist es? Einavi berichtet, was geschehen ist, seit sie das Basislager erreicht haben. Du hast was? Seit wir das Basislager erreicht haben? Seither hast du das Gefühl, diesen Ort irgendwie zu kennen? Und du hast auch von dem Pokémon erfahren, das am Nebelsee liegt? Das ist Zelfe, oder? Der Legende nach löscht es also die Gedächtnis von denen, die dort vorbeikommen? Du vermutest also, dass du schon einmal hier warst, Einri. Du glaubst, dass dir Selfie begegnet ist und dein Gedächtnis ausgelöscht hat. Verstehe. Das beschäftigt dich der also die ganze Zeit, Einri. Einri? Tja, das ist ein Grund mehr, bis zum Gipfel zu gehen. Wir müssen Selfie treffen und herausfinden, was wirklich geschehen ist. Ich frage mich, wie du warst, bevor du dein Gedächtnis verloren hast, Einri. Vielleicht kann Selfie unsere Fragen beantworten. Na los, machen wir uns auf den Weg zum Gipfel, Einri. Obere Dunsthöhle. Also rein von der Technik her, dürfte sich normalerweise ein Mensch nicht anders entwickeln, wenn er sein Gedächtnis verliert. Also zumindest grundlegende Dinge wie eine Abneigung gegen, sagen wir mal, Dinge, die instinktiv sind, als Beispiel. Ich hab gerade mal Lust, was zu testen. Wir haben ja eh zwei davon. Einsatz. Wow.
sogar wirklich funktioniert. Ja, also normal durften sich Menschen nicht so sehr davon wegentwickeln, was sie waren. Also, natürlich. Level! Toll, mein Level ist gestiegen. Oh, endlich kriegt. Nee, nur 3 in HP. Klar, natürlich ist der Punkt immer der, dass ich gewisse Dinge. Also, Sachen sind abhängig von der Umgebung. Wenn du in einem Ghetto aufwächst, ist es wahrscheinlicher, dass du irgendwas mit Gangs zu tun hast, als wenn du jetzt in einer reichen Siedlung aufwächst. Aber grundlegende Sachen wie, ich habe einen allgemeinen Hass auf, oder ich mag keine Pilze. Das ist ja, auch wenn es vielleicht eher psychologisch bedingt ist, wird nicht einfach verschwinden. Oh, endlich. IQ-Fähigkeit loyal gelernt. Okay. Endlich haben wir mal unseren IQ so weit gesteigert, dass es was ausmacht. Aber das könnt ihr mir ja gerne auch in den Kommentaren schreiben, wie ihr denkt. Was würde passieren, wenn ihr jetzt beispielsweise einen Gedächtnisverlust hättet? Glaubt ihr, dass dann die Leute, also dass ihr euch dann ändern würdet, dass ihr so. Ah, und er hat Statusprüfer bekommen, ach du Schande. So. Das will ich. So, wieder die Box. Also ich persönlich glaube natürlich, oder ich persönlich vermute mal, dass ich die Person, dass das, was sie zuletzt getan haben, das, woran sie sich erinnern, sich ändert, aber die Grunddinge der Persönlichkeit da bleiben. Also wenn jemand die ganze Zeit selbstsüchtig war, dann wird er nicht unbedingt nicht selbstsüchtig sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Er kann sich zwar vornehmen, das zu ändern, das ist auch sein gutes Recht. Aber er wird halt trotzdem, es wird halt immer irgendwie durchstrahlen, dass er ein bisschen selbstsüchtig ist. Weil das liegt so, das sind so, also gerade so tief verwurzelte Dinge, werden immer wieder aufkommen. Meiner Meinung nach. So, ich habe jetzt auch Level 17 erreicht. Mit Level 16 hätte ich mich eigentlich weiterentwickeln müssen, glaube ich, oder? Ist es bei den 18? Mal sehen. Sortieren wir das mal. Wir haben noch ein Spezialband gefunden. Moment, was kann das? Ein Item, das verhindert das. Okay. Vielleicht geben wir das Hydropie. Und dann. Wir haben so viele Boxen. Naja, das können wir zumindest mal essen. Dann ist unser Magen wieder voll. Ach, und da ist nur so ein Status-Orb-Ding. So, können wir weitergehen. Ich meine, natürlich gibt es viele Leute, die angeblich dann gut geworden sind, nachdem sie ihr Gedächtnis verloren haben, aber sind wir mal ehrlich, die Leute sind, denen wurde dann von den anderen eingetrichtert, dass sie böse waren und lieber gut sein sollen, also. Ja, das ist auch eine Sache, muss ich gerade mal nachgucken. Oh, ich habe mich doch ziemlich gut besser gehalten. Naja. Essen wir eben einen Apfel. So. Kann vielleicht mal einen Samen gegen den nächsten Gegner werfen.
So, hier ist kein Gegner. Oh, Volby tut doch Schwerttanz. Schwerttanz, das ist doch... Das ist gar nicht schlecht, das möchte ich haben. Müssen wir nur durchsuchen, wo die sind. Bisher haben wir ja eh die Treppe noch nicht gefunden, von daher... Da hätten wir die Treppe. Mobit Orb. So, der blinzelt und jetzt könnte ich mal einen Plosivsamen essen. Okay, wir haben auf jeden Fall Geld gefunden. Oh. Oh, 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 das ist nicht gut. So. So, da runter. So, das wollte ich machen. Perfekt. Ja, Lockduft ist mein Fluchtwert gesenkt, als ob ich viel ausweichen würde. Okay, das ist eigentlich sehr effektiv gewesen. Jetzt muss ich nur gucken. Aber auch gut eingesetzt, würde ich mal sagen. So. Nichts. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Immer noch nichts. Was sind die dann hin? Muss da irgendwo der Gegner hin sein, der den die Schwerttanz-CD hat? CD auch noch. Ah, da ist er. So, und jetzt ab zurück. Oh. Blinzelt. Ja. Achso, habe ich keine Stöcke mehr. Dann. Und weg. Was mache ich denn? Gut, das gibt auf jeden Fall massig Erfahrung. Da können wir auch mal wieder eine Glut einsetzen. Okay, haben wir das geschafft. Läuft. Oh, und wir sind leider schon ziemlich über der Zeit, merke ich gerade. Dann müssen wir hier die Folge wohl beenden. Freut euch, dass ich die Zeit verpannt habe und ihr habt damit eine etwas längere Folge gehabt. Also dann, ich freue mich auf eure Kommentare und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.